Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 22. Februar. Heute dabei Facebook Messenger, Nest, Google Home, Snapchat und Signal. Beginnen tun wir mit dem Facebook Messenger. Der hat ja unter anderem die Funktion eines Videochats und auch eines Gruppenvideochats. Allerdings, wenn man einen Videochat 1:1 macht, also zwei Personen, dann konnte man bislang keine neue Person hinzufügen, sondern wenn man wirklich mit mehreren Leuten wollte, musste man direkt einen Gruppenchat erstellen. Und das ändert sich nun, denn ab sofort kann man in einem 1:1, also zwei Personen Videochat, mit dem Hinzufügen-Button eine dritte Person dazu holen. Also schöne Sache, vereinfacht es etwas und eventuell finden sich dann spontan auch größere Gruppen zusammen, wenn mal zwei Leute angefangen haben. Nest, das ist ja die Smart Home in Anführungsstrichen Sparte von Google. Die arbeitet ja jetzt auch wieder enger zusammen, war mal ausgegliedert. Google hat ja Nest gekauft, hat es autonom gelassen und dann wurde es reingeholt und sollte enger zusammenarbeiten. Und jetzt gibt es auch die ersten Früchte aus der engeren Zusammenarbeit intern, denn die Nest Cam IQ bekommt den Google Assistant integriert. Ja, das lag auch nah und ja, den kann man wie üblich mit OK Google dann aufrufen und entsprechend auch nutzen. Gleichzeitig hat Nest auch die Speicherpläne angepasst. Was heißt angepasst? Es gibt nun einen $5 pro Monatsplan, der Aufzeichnungen der Kamera der letzten 5 Tage enthält. Wie man generell mit den Speicherplänen zurechtkommt oder ob einem das passt, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber zumindest tut sich da ein bisschen was und ja, müsst ihr selber entscheiden. Letzte Information zu Nest ist noch, dass Nest Aware 2 neue Funktionen bekommen hat. Einmal die Personenwarnung, die kann nun den Unterschied zwischen einer Person und einer Sache in einer Aktivitätszone erkennen. Und wenn man eine Innen- und Außenkamera von Nest Cam IQ hat, dann kann Nest Aware nun doppelt bekannte Gesichter von ein und derselben Person in einer Fotosammlung zusammenführen. Also, wenn ihr das Gerät habt, guckt es euch mal an, vielleicht bringen euch die Updates ja was. Und wenn wir schon bei Google und Smart Home sind, können wir auch über Google Home reden. Denn um sein Google Home, also die Hardware zu steuern, benutzt man ja die Google Home App. Und da wurde jetzt die Version 1.27 veröffentlicht und diese wurde natürlich auch direkt getestet und auseinandergenommen. Was man direkt, ohne es auseinanderzunehmen, merkt, ist, dass ein Punkt im Menü fehlt. Und zwar die Einkaufsliste. Die ist einfach weggefallen, war allerdings vorher auch nur einen Link zu der Einkaufsliste im Web. Also von daher nichts Wildes. Noch ein paar kleinere Änderungen hier und da gibt es, wo einfach nur im Menü was verändert wurde, aufgeteilt. Und das ist alles auch nicht so wild. Was aber ganz interessant ist, dass man in der App selber, also in der Datei, die dann gescheckt wurde, neue Geräte entdeckt hat. Und zwar Device G, M und S. Und die kann man jetzt anscheinend auch nicht alten Google Home Geräten zuordnen, also dem Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini. Das heißt, da stehen vielleicht neue Geräte an. Und letzte Änderung daraus ist noch, es wird anscheinend demnächst möglich sein, sein Google Home, egal welcher Variante, auch über Kopf zu montieren und dann würden sich automatisch die Knöpfe und Bedienungselemente andersrum anordnen, damit man sie entsprechend auch bedienen kann, sprich Lautstärkeregler als Beispiel. Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo ich nicht hier Snapchat drin habe, wie vor ein paar Wochen Instagram fast jeden Tag dabei war. Tja, bei Snapchat geht es aber immer noch um die große Änderung in der Benutzeroberfläche. Da hat es Snap ja bereits gesagt, das wird sich nicht ändern, aber es hat nicht die Nutzer davon abgehalten, eine Petition zu starten auf change.org. Und zumindest hat Snap jetzt auch offiziell mit einem Statement geantwortet, wo drin eigentlich auch nichts Neues ist, aber es ist zumindest offiziell. Sie sagen, es ändert sich nichts, aber das, was wir auch schon wussten, ist, es kommen jetzt die Tabs da hinzu, dass man Gruppen, Stories und Freunde getrennt haben kann und es scheint, dass man diese dann auch bald
auch selber ordnen kann. Sprich, also nicht dem Algorithmus alles überlassen, sondern einfach mal alphabetisch oder wie früher chronologisch. Naja, ich bin gespannt und SnapMind, damit können die Nutzer weitaus besser für sich selber entscheiden, was sie möchten und entsprechend anpassen. Und das wäre die Zukunft. Schauen wir mal. Signal, wie man auch möchte, das ist ja der sichere Messenger, der sich auch mittlerweile einen guten Platz auf den Smartphones dieser Welt gesichert hat, sag ich mal. Und die waren ja bis jetzt auch unabhängig und hatten wenig Geld und das ändert sich nämlich jetzt. Denn es wird die Signal Foundation geben. Das ist eine Stiftung, die sich damit beschäftigt, Signal weiterzuentwickeln. Und die Stiftung hat direkt 50 Millionen US-Dollar bekommen und die kommen vom WhatsApp-Mitgründer Brian Acton. Also, interessante Sache. Der WhatsApp-Mitgründer unterstützt einen sozusagen konkurrierenden Messenger. Naja, schauen wir mal. Was aber jedenfalls gut ist, ist, durch diese Stiftung und durch das Geld kann die App einfach weiterentwickelt werden, ohne dass sie sich darum kümmern müssen, wie sie zu monetarisieren ist. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und da halte ich auch weiter ein Auge drauf. Und das war's auch schon zum Donnerstag. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Habt einen guten und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.